Hallöchen, Popöchen. Nee, Spaß. Herzlich willkommen zu einem kleinen Antwortvideo. Und zwar zu diesem Typ hier, der heißt Banky Day. Der hat geschrieben, ja moin erstmal. Zum Thema Custom Skins in LOL hätte ich eine Frage. Ich habe alle Schritte nach deinem Tutorial gemacht mit einigen Skins, aber es funktioniert einfach gar keiner. Könntest du diesen Skin einmal ausprobieren und sagen, ob es funktioniert hat oder was ich machen muss, damit überhaupt einer funktioniert? So, das ist dieser Skin hier, der Cyber Riven W Particles. Ich habe mir den Skin jetzt mal gedownloadet. Das ist der hier, 52893, so heißt der Skin halt. Und ja, was ich euch am Anfang immer empfehlen kann, zu jedem, der sich einen Custom Skin installieren möchte: geht einfach erstmal in den WinRAW-Ordner und dann seht ihr, okay, gut, hier ist noch ein WinRAW-Ordner. Ich entpacke die einfach mal, einfach hier entpacken. Dann, ja, erscheint hier unten der Riven-Ordner. Dann gehe ich hier nochmal rein, hier ist auch nochmal ein Ordner drin. Ja, genau, dann entpacke ich diesen hier einfach nochmal, hier entpacken. Okay, der landet immer da unten, ist ein bisschen blöd, aber egal. So, und jetzt haben wir hier erstmal Skins und Riven-Base. Und dann geht's hier weiter, Particles und so weiter. Und ich glaube, du, also Banky D, so hieß du da, oder? Genau, Banky D, du hast, glaube ich, einen Fehler gemacht. Du hast das Ganze einfach, diese zwei Dateien einfach eingefügt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das richtig macht. Also erstmal natürlich hier den Skin Installer Ultimate entpacken nach Skin Installer Ultimate, damit ihr hier diesen Ordner habt. Und einfach ausführen, dann halt warten, bis es wieder bei 100% ist, wie ich es auch in meinem Tutorial gezeigt habe. Und ja, jetzt müssen wir erstmal kurz warten. Okay, bei mir kommt das jetzt auch, weil ich das Programm gerade eben nochmal deinstalliert habe. Ich mache einfach okay. Mein LOL-Ordner wird, glaube ich, automatisch jetzt gemacht. Und wir müssen jetzt erstmal hier warten. Und ich glaube, ich werde das jetzt einfach mal vorspulen, weil ja, das dauert eine Weile, bis es bei 100% ist. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Es ist immer noch nicht fertig. Das dauert halt eine Weile. Aber ich mache es jetzt auch einmal so. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen Skin. Also irgendeinen, damit ihr auch mal seht, dass es auch mit welchen geht, die ich nicht irgendwie schon rausgesucht habe oder so. Dadurch gehe ich erstmal auf die Seite leaguecraft.com/skins. So. Link ist natürlich in der Beschreibung in meinem Tutorial-Video. Dogwalker Thresh, ja, ich habe leider keinen Thresh, da ist das Problem. Forecast, Janna, Underworld, Any Xmas, Janna, Sand Soldier, Cho'Gath, lol, Radiant Popstar, Ari, ich glaube, ich nehme einfach mal einen Darius-Skin. Darius, was gibt's denn da alles? Neon Darius Skin, Darius Norse King, Chaos Champion Darius, ich weiß nicht, Arthur Guillotine, Lord Darius, Fire Red Recolored, nehmen wir einfach mal Blitzcrank Skin, Yorick the Anti-Communism, wir nehmen einfach mal den hier, oder nein, warte, wir nehmen Iron Man, komm, wenn schon der, da ist ein Hitlerkreuz drauf, Alter. Verdammt. Was ist denn hier los? Okay, nehmen wir einfach mal den hier. Den Iron Man. Oh, ja, mein Internet ist gerade am Arsch. Einfach hier auf Downloaded. Dann kommt hier. Oh, 94 ist das. Das ist sehr schön. So, der ist natürlich hier in meinem Download-Ordner gespeichert. Und dann. Was ist das denn jetzt? Was war das? Okay, sorry, da musste ich gerade Musik irgendwie, warum auch immer da jetzt Musik kam, rausschneiden. Da kommt da einfach Musik, ey. Ich glaube, die hört ihr sowieso nicht, weil A-Tube Catcher keine Musik aufnimmt, aber egal. So, das dauert echt lange, aber okay, ich gebe dem Programm Zeit. Es braucht Zeit, sich zu entfalten, ja. So, also, hier haben wir den Skin. Oh, ist fertig? Ja, es ist fertig, sehr schön. Ich mach's trotzdem mal so. Stimmt, ich wollte erstmal gucken. So, Steam Golem DD. Wow. Hoho, das ist echt viel. Ich glaube, da wurde nur Texturüberarbeitung gemacht.
Naja, dann entpacke ich mal nach der 94 und dann haben wir hier unseren Skin. So, ich mache das aber erstmal jetzt mit dem Riven Skin, weil der wurde sich ja gewünscht. Also, ihr geht auf Add Files, dann auf Desktop. Ja, aber ich habe momentan die Sachen. Dann auf Riven. So, und jetzt haben wir hier Riven Base und Skins. Nicht einfach beide nehmen, sondern nehmt den einen, macht Öffnen. Dann steht hier Added One of One Files. Es gibt 0. Dann Add Files, dann geht ihr hier drauf, die zwei hier. Ja, adden. Und dann geht ihr nochmal hier auf Particles und hier müsst ihr einfach alle markieren. Also auf den oberen klicken, nach unten scrollen und dann mit Shift und nochmal auf den unteren klicken. Einfach alle markieren und öffnen drücken. So, jetzt added 44 auf 44 Files. Es gibt 0. Okay, gut. Und jetzt add to database und das nenne ich jetzt einfach mal Riven Skin. So, jetzt machen wir okay. Okay, und jetzt kommen wir hier hin. Und jetzt können wir diesen Skin installieren, weil der ist ja noch nicht installiert. Das heißt, ihr klickt hier auf den Haken, Install, macht OK, also Save. Und jetzt dauert das erstmal ein kleines bisschen. Da seht ihr schon die Anzeige, die geht dann ganz langsam nach oben. Aber langsam, aber sicher. Und dann funktioniert das. Zumindest bei mir. Also wenn es dann immer noch nicht funktioniert, ne, Banky-Idee, dann weiß ich es leider auch nicht. Also bei mir funktioniert es dann, bei dir dann, ich weiß es nicht. Falls noch jemand irgendwelche Probleme hat mit Skins oder so, dann schreibt die mir gerne in die Kommentare. Ich werde dann extra Videos dazu machen und euch dann extra einen Link dazu schicken und dann sagen, hey, hier, guck mal, bei mir funktioniert das. Was habt ihr falsch gemacht? Es könnte natürlich sein, dass es an eurem PC hängt. Also da kann ich dann leider auch nichts machen. Allerdings, ich kann euch zeigen, dass es normalerweise geht. So, ihr seht jetzt, added 46, ich glaube 46 Files, hat er, ja, 46 hat er gerade geaddet. Jetzt ist es hier installed am 30.11. Hier mache ich das Video halt gerade. So, und jetzt, ich lasse die Seite einfach offen und gehe einfach mal auf meinen LOL. Ich mache das natürlich alles live, damit ihr seht, dass es funktioniert. So, warte ein bisschen. Jetzt mache ich Launch und jetzt kommt der schöne Sound, den ihr wahrscheinlich nicht hört. Ihr hört wahrscheinlich nur irgendwelche Musik oder so, die ich dann im Hintergrund dazu spiele oder so. So, jetzt begebe ich hier mein Passwort ein, mein kleines so. Login. So, es dauert jetzt eine Weile. Und jetzt kann ich hier Play drücken. Ich mache mal ganz schnell ein Custom Game. Oh, 54 Freunde sind online. Ganz, ganz viele. Okay, gut. Summoner's Rift. Mach einfach Start, ist doch scheißegal. Der Unseen Blade, hello. Kann ich mitmachen? Ist nur ein Custom. Mache gerade Video. Antwort auf Nachricht. So, okay. Und jetzt nehme ich mir Riven. Da ist er. What is broken can be repaired oder reformed oder was auch immer sie gesagt hat. So, und jetzt bitte, nehmt den Classic Skin. Ihr habt das auf den Classic Skin installiert, nicht den Crimson Elite Riven Skin oder so. Auf dem Classic Skin. So, und jetzt müsst ihr einfach ein bisschen warten. Ich denke mal, bei euch in der Aufnahme laggt es ein bisschen. Das tut mir leid. Also, das liegt am Programm, nicht an meinem PC, ne? Wollte ich nur so gesagt haben. Bei mir läuft zum Glück alles flüssig. Bin ein bisschen müde, aber egal. Das kann auch daran liegen, dass einfach meine Großeltern gerade da waren. Ja. So, da seht ihr natürlich überhaupt nichts, also keine Änderung. Da ist aber auch kein neuer Loading Screen dabei gewesen. Also das ist schon mal, was da ist. Und, da ist der Skin. So, ich habe ja gesagt, es funktioniert. Okay, bei mir ruckelt das auch ein ganz kleines bisschen, aber das liegt halt an A-Tube Catcher. Das ist halt eigentlich kein Game-Aufnehmen-Programm. So, ich scanne das einfach mal die Kuh, dass ihr auch wirklich seht, dass die Partikel da sind. Hier. Ihr hört dann leider nicht den Sound, aber der Sound ist, also es ist auch kein neuer Sound dabei. Ja, ich weiß nicht. Hier hast du deinen Skin. Ich kann auch mal ein bisschen näher ranzoomen. Die Partikel sind alle da. Bei W und E weiß ich natürlich nicht und bei der Ulti, weil ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert. Ich könnte es eigentlich mal machen, dass ich mal bis schnell bis Level 6 fahre, obwohl. Oh, scheiße. Wie viel Performance zockt denn dieses Aufnahmeprogramm? Ach du meine Fresse, das ist echt ein bisschen komisch. Naja, also auf jeden Fall, der Skin funktioniert. Hier, er funktioniert. Du hast deine Riven, die. Ich muss sagen, die sieht geil aus. Also.
Alter, alter, wie. Und die Animationen sehen auch echt cool aus. Erst recht die Partikel, die sind auch hier so, wenn man hier so läuft und die Kuh aktiviert hatte. Das sieht echt schön aus, wenn man flasht. Normale Animation, okay, gut. Habe ich aber auch nicht anders erwartet, okay. Allerdings warte ich jetzt nicht auf die Minions und farm bis Level 6, deswegen ich beende einfach das Spiel, Leaf Game. Und ich wollte euch ja noch zeigen, dass es bei dem anderen Skin auch funktioniert, obwohl ich nicht glaube, dass es so viel, ja, Aufwand ist. So, wenn ihr uninstallieren, also nicht mehr haben wollt, uninstall bitte. Vorher uninstallen, ne? Also du hast ja gerade gesehen, dass es funktioniert hat, ne? Deswegen uninstalle ich den jetzt mal. Ja. Also, wenn ihr den nicht uninstallt und das Programm einfach löscht, dann bleibt dieser Skin in eurer Database. Und dann habt ihr diesen Skin immer und immer Probleme. Immer zumindest, wenn ihr einen Riven mit dem Classic, also Default Skin, seht. Und das ist dann nicht schön, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, das ist gleich deinstalliert. 80%, nein, mehr als 80, 90. Müde. So, successfully uninstall Riven. Und den kann ich jetzt auch mal löschen. Da, delete. Yep. Add Skins und jetzt Add Files. Ich glaube, Desktop. 94 Steam Golem. The following file was found in multiple folders. Was? Da habe ich doch gesagt. Das hier. Ja, okay, gut. Also. Nein, das. Nee, warte, Remove File. Add File. Ach, ich glaube, er hat. Nee, hä? Wartet kurz mal. Ich bin gerade verwirrt. File was found in multiple folders. Ich hab doch gesagt. Okay. Error. Okay, dann nochmal. Öffnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt funktioniert, weil hier ist leider nur eine Datei dabei. Particles. Ich glaube, das müssen wir machen. Add to Database. Blitz. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, weil normalerweise ist da mehr dabei als nur so eine, so ein Ding. Aber es scheint richtig zu sein, sonst würde hier nicht das Bild sein. Ich mache jetzt einfach mal Install und probiere es aus. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht, ob es funktioniert. Ich kann das einfach nur hoffen. So. Das ist the skin for default skin. Wenn ich das wegmache. Ja. Okay. Also hier steht sogar auch: This custom skin has a skin for Blitzcrank's default skin. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Dann einfach. Dann. Jetzt installiert er den. Oh. Okay. Das ging schnell. Jetzt ist er installiert. Jetzt logge ich mich nochmal schnell ein und probiere das nochmal aus. Ich hoffe einfach mal, dass es geklappt hat. Ich weiß es allerdings nicht, ne? Also so ein Blitzwing-Skin hatte ich noch nie installiert. Wenn dann, dann war da mehr Dateien dabei. Erstmal mein Passwort. Ich frage mich, was für eine Musik ich dahinter mache. Ich denke mal, irgendeine von Beatery. Beatery. Ich mag Beatery. Beatery ist cool. So, ich mache jetzt nochmal kurz ein Custom-Skin. Create Game. Summoner's Rift. Und starten. Ja, starten. Und jetzt nehme ich einfach Blitzcrank. Ja, ja, komm. Und nehme hier den Classic Skin. Also den Default. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es schnell genug geht. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es funktioniert hat. Ich weiß es natürlich nicht. Wie ich schon, ich glaube, 3 oder 4 Mal gesagt habe. Aber ich hoffe es einfach. Weil installiert ist er ja. Es war sogar die richtige Database. Naja, müssen wir halt gucken. Bei solchen Skins ist halt immer so ein bisschen tricky, ob man das jetzt richtig gemacht hat oder falsch und ja. Es könnte jetzt auch sein, dass ich sozusagen die normale Textur von Blitzwing über diese normale Textur von Blitzwing überschrieben habe. Das werden wir gleich sehen. Oh, ich habe wieder Kohlensäureprobleme, falls man es gehört hat. Aber ich glaube, das hört man gar nicht. Und? Perfekt, Leute, seht euch das an. Es funktioniert. Ich glaube, der hat sogar auch neue Partikel, oder? Oh, man sieht es gar nicht.
Naja, okay. Also wie gesagt, es funktioniert. Das Skin funktioniert. Ja, gut. Kann ich wieder quitten und wieder deinstallieren. Wie gesagt, es funktioniert. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen. BankID. Und ja, falls es irgendwelche Probleme gibt mit Skins oder so, schreib mir die gerne in die Kommentare. Am besten mit Link, ne? Mit Link. Und dann kann ich das mal installieren und wenn es funktioniert, dann ein Video drüber machen. So, ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Tschüss.